Und ich hole mal ganz schnell hier Reaktionen bei den Wahlgewinnern ein. Christa Sager, ich nenne sie jetzt mal salopp, ein grünes Urgestein, Hamburger grünes Urgestein, wenn ich darf. Und Johannes Kahrs von der SPD. Was überwiegt bei Ihnen, die Freude darüber, dass Sie Ihr Wahlergebnis quasi verdoppelt haben? Oder Trauer, dass Sie es doch nicht geschafft haben, den Bürgermeister eins auszuwischen? Also ganz eindeutig große, große Freude. Das ist ein ganz sensationelles Ergebnis. Das Signal ist auch eindeutig. Die Hamburgerinnen und Hamburger wollen keinen Wechsel, aber sie wollen einen deutlich größeren Einfluss der Grünen in der Regierung. Und wenn die AfD dann auch noch rausfliegen würde, dann freue ich mich fast so wie über das Derby gestern. Johannes Kahrs, was macht Peter Tschentscher besser als die Bundes-SPD? Peter Tschentscher ist klar, er ist pragmatisch und da weiß man, dass die Stadt in guten Händen ist. Und ich glaube, dass das einfach ein klares Signal dafür ist, dass auch auf Bundesebene die SPD deutlich pragmatischer werden muss, um in der Mitte die Stimmen zu gewinnen, die wir auch in Hamburg gewonnen haben. Er hat im Wahlkampf auf seine Person gesetzt. Er hat auf Bundesprominenz mehr oder weniger verzichtet. Wird das jetzt zum Standard? Naja, das ist eine Hamburg-Wahl gewesen. Wir haben hier nie Bundesprominenz gehabt. Wir haben immer mit unseren Bürgermeistern Wahlkampf gemacht. Da sind wir auch sehr gut mitgefahren. Und wenn man sich die Leistung anguckt der letzten 10 Jahre, wir haben Wohnungen gebaut, wir haben Straßen gebaut, wir haben gute Umweltpolitik gemacht. Und das kann eben Peter Tschentscher. Und die Leute vertrauen ihm. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und eine Bemerkung sei mir noch gestattet, dass die AfD unter 5% hoffentlich kommt, würde den Abend zu einem reinen Festakt verklären. Wenn wir das schaffen würden, dass in einem Bundesland die AfD komplett rausfliegt, wäre das großartig. Und wenn das in Hamburg passiert, wäre ich noch stolzer, als ich eh schon bin. Christa Sager, was wollen die Grünen jetzt anders machen in der neuen Regierung? Sie bleiben ja Juniorpartner, aber mit einem breiteren Rücken oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also das ist ja ganz klar, dass die Hamburgerinnen und Hamburger gezeigt haben, die Grünen sollen mehr Einfluss haben, sie sollen mehr Druck machen bei allen Themen, die mit Klimawandel zu tun haben, ob es in der Verkehrspolitik ist oder in der Stadtentwicklungspolitik. Wir müssen jetzt nicht den Wahlkampf nochmal nachstellen, aber wir haben ein Ergebnis, wo klar ist, die Hamburgerinnen und Hamburger finden, dass auch die SPD jetzt doch noch mal ein bisschen mehr Dampf brauchen kann, um das, was man sich im Klimaplan vorgenommen hat, auch tatsächlich umzusetzen und möglicherweise noch drüber hinauszugehen. Herzlichen Dank an Sie beide.